Hallo zusammen. Vorneweg heute mal ein Dank an unsere Unterstützer und an unsere Zuhörer. Mit dem Hinweis, bitte auch unseren Zweitkanal Studio Info X abonnieren für die Infos zur US-Wahl und nun zu unserem Video. Wir haben den Durchblick verloren, es geht alles so schnell, da kommt man mit der Recherche gar nicht mehr hinterher. Oder liegt es vielleicht daran, dass wir uns dauernd umsehen müssen? Man muss ja zurzeit in jeder Sekunde damit rechnen, dass ein Volksvertreter hinter einem steht, der entweder die Zügel anziehen will oder droht, brachial vorzugehen. Möglicherweise auch einer, der glaubt, alles zu wissen, einer, der vergessen hat, dass jeder einzelne Bürger sein Vorgesetzter ist. Zumindest beinahe immer einer, der beinahe willkürlich, so scheint es, eine Anordnung aufgrund von Sachverhalten trifft, die von Kollegen in anderen Gemeinden, Städten und Ländern ganz anders gesehen wird. Bevor nun der mündige Bürger nachfragen kann, wer denn nun recht hat, sieht er sich horrenden Geldbußen und Strafen gegenüber, angedroht für allerlei Fehlverhalten. Uns scheint es, macht sich schon Angst davor breit, Fragen zu stellen. So wagen wir uns ganz zaghaft hervor, stellen ganz leise, beinahe im Verborgenen, einige Fragen. Stimmt unsere Vermutung, dass das Coronavirus um linke und grüne Hochbogen einen Bogen macht? Stimmt es, dass das einst als Stabilitätsfaktor in der Welt geltende Europa gegenwärtiges einiges zur Unruhe beiträgt? Stimmt es, dass rechte Polizisten überall da auftauchen, wo Steine von links fliegen und man verbale und tatsächliche Backpfeifen von Menschen bekommt, die nicht unbedingt einer deutschen Burschenschaft angehören? Stimmt es, dass mehrheitlich als konservativ geltende Kreise im Verteilen von Drohungen gegen ihre Landsleute in erster Reihe zu finden sind? Nun, wir fragen nicht Herrn Steinmeier und Frau Merkel direkt. Ehe da eine Antwort kommt, ist der Spuk vielleicht schon vorbei. Es waren eher so Fragen ans eigene Ich oder an euch. Wer Lust hat, schreibt in die Kommentare. Ach ja, am Wochenende ist wieder Demo-Time. Da werden zum Glück dann doch auch noch offen Fragen gestellt. Und am 4. November nach der US-Wahl schlägt nach unserer Einschätzung die Stunde der Wahrheit. Wir glauben, dann werden wir wieder offener unsere Meinung zum Ausdruck bringen können. Schönen Dank fürs Zuhören. Bitte den Daumen nach oben verbreiten und abonnieren. Freunde, bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.